Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu dieser neuen Ausgabe von Spiel doch mal. Und heute stellen wir euch Caldera Park vor. Caldera Park ist ein Spiel von den Autoren Michael Kiesling und Wolfgang Kramer mit Illustrationen von Annika Heller. Es ist für 1 bis 4 Spieler ab 10 Jahren, dauert ca. 30 Minuten und ist bei Deep Print Games und Pegasus Spiele erschienen. Jeder Spieler erhält ein Tableau sowie 35 Tierplättchen und 10 Wetterplättchen. 7 Tierplättchen deckt jeder auf und legt sie oberhalb seines Tableaus ab. Ein Wetterplättchen wird direkt auf eines der Nebelfelder des Tableaus gelegt. Das Wetterplättchen mit der Sonne sowie 4 weitere zufällige und verdeckte werden unterhalb des Tableaus gelegt. Die Spieler sind abwechselnd und reihum mit der Entscheidung an der Reihe, welche Tiersorte auf welchen Feldtyp platziert werden muss. Es gibt 6 verschiedene Tiersorten und neben den Feldsorten Prärie, Wald und Gebirge auch den Typ Feld neben Geysir, Feld mit Wasserfall und Feld mit Fluss. Der Typ beliebiges Feld muss immer mit dem Wasserlochplättchen belegt werden. Der aktive Spieler darf ansonsten von den in dieser Runde noch nicht gewählten Plättchen eines auf einen Feldtyp legen. Alle Spieler suchen sich aus ihren 7 offenen Tierplättchen eines aus, das dieser Bedingung entspricht und platziert es auf dem geforderten Feldtyp. Hier ist zum Beispiel Ziege auf Gebirge gefordert, also muss man ein Plättchen mit mindestens einer Ziege auf irgendein Gebirgsfeld legen. Ob auf diesem noch ein Fluss oder Wasserfall zu sehen ist, spielt keine Rolle. Kann man einen Teil der Bedingung nicht erfüllen, so hat man für diesen freie Wahl. Im Anschluss zieht man wieder auf 7 Plättchen nach. Nach 7 Bedingungspärchen endet eine Runde. Alle Auswahlplättchen sind nun wieder verfügbar. Zu Beginn jeder Runde legt man noch ein Wetterplättchen auf den nächsten Nebel im Uhrzeigersinn. Das Spiel endet, wenn auf diese Weise alle 35 Plättchen gelegt worden sind. Dann gibt es Punkte für das Überdecken bestimmter Feldkombinationen, zum Beispiel wenn man den kompletten Fluss bedeckt hat. Alle Plättchen, die neben einem Wetterplättchen liegen und dessen Verbot entsprechen, müssen umgedreht werden. Die Wetterplättchen verbieten meistens das Anlegen bestimmter Tiersorten. Dann gibt es noch Punkte für jede Tiersorte, und zwar die Anzahl der entsprechenden Exemplare in seiner größten Gruppe mal die Anzahl der Wasserlöcher in dieser Gruppe. Das sind maximal 36 Punkte pro Tierart. Der Spieler, der die meisten Punkte gesammelt hat, gewinnt Caldera Park. Ich bin ja ein ganz großer Fan von dieser Knobelaufgabe aus Savannah Park und habe mich dann schon gefreut darauf, dass es einen Nachfolger geben wird und war ganz gespannt, wie diese Knobelaufgabe, dieses Tieranlegen diesmal umgesetzt ist. Und ich muss sagen, es gefällt mir fast sogar noch besser wie Savannah Park, weil wir haben immer noch im Kern diese schöne Knobelaufgabe, dieses Tiere aneinanderlegen. Wir brauchen die Wasserlöcher, aber an manchen Wasserlöchern sind verschiedene Tiere. Und das müssen wir möglichst so legen, dass es auch zu den verschiedenen Gruppen da ranreicht. Und uns werden auch wieder Steine in den Weg gelegt, halt keine brennenden Bäume wie bei Savannah Park, sondern diesmal sind hier Geysire. Und da müssen wir irgendwie außen rum bauen. Und wir haben eben diesen ganz neuartigen Mechanismus, also im Vergleich zu Savannah Park, dass nicht mehr einer sagt, dieses Plättchen legen wir jetzt um, sondern wir legen eine Tierart an ein bestimmtes Gebiet oder auf den Fluss und so weiter. Und das müssen dann alle machen. Und das gefällt mir wieder richtig gut. Es ist, finde ich, auch ein bisschen, ich will nicht sagen einstiegsfreundlicher, aber bei Savannah Park hatten wir praktisch diese 2 Ebenen. Du musstest auf der einen Seite Platz für das Tier haben und auf der anderen Seite dann eben auch gucken, dass das richtige Tier zu seiner Gruppe kommt. Und hier fällt halt dieses Platz haben weg. Und deswegen glaube ich, dass es ein bisschen niederschwelliger ist von der Art der Knobelaufgabe, obwohl sie im Kern gleich geblieben ist. Und das gefällt mir richtig gut. Dafür gibt es dieses kleine Zufallselement mit diesen, oder kleines, vielleicht ein bisschen untertriebenes Zufallselement mit diesen Wetterplättchen, die nach und nach auftauchen und uns angeben, was wir da außenrum nicht haben dürfen. Und die können einen richtig, richtig Punkte kosten. Also in meiner Erstpartie hat mich das, glaube ich, fast 30 Punkte gekostet, weil mir Wasserlöcher kaputt gegangen sind und dadurch Gruppen getrennt wurden. Und das war richtig übel. Aber, und das finde ich hier cool, man lernt damit umzugehen. Und es passiert einem in späteren Partien nicht mehr, dass man so viele Punkte dadurch verliert, weil man lernt, so zu bauen, dass man
an die baut, die schon da sind. Und dann kann man ja die richtigen Sachen dran bauen. Und dann so mit dem Strom der Wetterplättchen praktisch zu gehen. Und dann gibt es vielleicht mal eine Stelle, wo man so ein bisschen auf Risiko gehen muss oder zwei. Aber man weiß, okay, dann liegt hier zum Beispiel mal ein Bär daneben und im Zweifel ist halt dieser eine Bär weg, aber nicht gleich ein Wasserloch mit vielen Punkten, was eine Gruppe trennt und so weiter. Das finde ich auch ganz schön. So, da kann man sich innerhalb der Partien verbessern. Und wenn man es dann so das Gefühl hat, okay, ich weiß jetzt, wie der Hase läuft, ich habe das ganz gut im Griff, dann spielt man einfach mit der Rückseite, die haben wir hier mal hingelegt. Und da ist einfach jedes Feld, was es gibt, an so einem Wetterplättchen dran. Dafür liegen halt von Anfang an schon zwei Wetterplättchen aus. Am Anfang der ersten Runde kommt noch ein drittes dazu. Also man kann sich schon ein bisschen daran orientieren, wo die Reise hingeht, zumindest am Anfang. Aber man kann halt nicht alle Plättchen so legen, dass sie schon safe irgendwie sind und muss dann damit umgehen und so ein bisschen Risiko einschätzen, okay, das Tier ist hier schon weggeixt worden, dann kommt es hoffentlich nicht nochmal. Es gibt jedes Tier zweimal auf diesem Wetterplättchen. Und das ist dann nochmal deutlich kniffliger. Es kann auch ein bisschen frustrierender sein, aber man hat ja beide Seiten zur Auswahl. Und das finde ich hier schön, weil das bringt nochmal eine Abwechslung in das Spiel, weil ähnlich wie bei Savannah Park, man weiß irgendwann, welche Tiergruppen auf diesen Plättchen zusammen sind und wie man am besten die Tiere nebeneinander legt oder zumindest die Gruppen nebeneinander legt, sodass man diese Wasserlöcher geschickt nutzen kann. Und dann wirbelt halt die Rückseite alles nochmal komplett durcheinander. Also insgesamt gefällt mir das Spiel richtig, richtig gut. Was ich auch toll finde, diese Wetterplättchen, die sind zwar frustrierend, aber einmal dürfen wir auch hier so ein positives Plättchen, so ein Sonnenplättchen einbauen. Das heißt, das kann man auch noch mit einplanen an einer Stelle, wo man dann gesagt hat, okay, ich muss jetzt einfach hier an diese gefährliche Stelle bauen. Naja, dann baue ich da halt mein Sonnenplättchen ein, dann bin ich wieder safe und kann das sogar nutzen, weil das bringt mir noch für die Gruppen, die da dran grenzen, ein weiteres Tier. Also finde ich ganz toll gemacht und diesen Mechanismus hier, also ich sage, ich will jetzt den Wolf, weil der noch nicht war, hier auf Gebirge legen und alle müssen das machen, der gefällt mir richtig gut. Das vielleicht einzige kleine Manko, es muss kein Manko sein, aber es kann manchmal sehr stark sein, ist, wenn ein Tier genommen wird, was man nicht hat, dann hat man die freie Auswahl. Also man hat ja immer 7 Plättchen zur Auswahl und wenn jetzt einer sagt, ich hätte gern den Wolf und ich sehe hier, oh, ich habe keinen Wolf, dann kann ich jegliches Tier nehmen und muss nur noch die zweite Bedingung beachten. Oder manchmal kommt es dann auch, dass ich die zweite Bedingung auch nicht mehr beachten kann. Zum Beispiel, mein Fluss ist schon voll und ich soll es auf Fluss legen. Dann kann ich irgendwas machen. Und das ist sehr stark. Und wenn es Spieler gibt, die, denen das häufig passiert, dass sie freier wählen können, die haben so einen kleinen Vorteil. Die schaffen es, ihre Tiergruppen besser zu sortieren. Und es ist ja schon rein zufällig, welche Plättchen man hier oben hat. Also man kann nicht damit kalkulieren, dass man sagt, okay, oder fast nicht kalkulieren, dass man sagt, ich habe diese Tierart jetzt nicht. Das geht mal, wenn zwei Tierarten auf einem Plättchen sind, dass ich sage, okay, ich spiele mal lieber das. Und dann kommt es halt aber auch drauf an, was noch für Plättchen da sind. Man zieht ja auch immer eins nach. Also es ist eigentlich nicht so kalkulierbar. Und dann hat man halt ein bisschen Glück, dass man das öfter mal nicht hat und freier ist in dem, wie man legen kann. Oder halt ein bisschen Pech, dass man immer, ich nenne es jetzt mal, bedienen kann. Und das kann dann schon mal ein Vor- und ein Nachteil sein. Aber ansonsten gefällt mir hier diese Knobelaufgabe wirklich richtig, richtig gut. Es ist ja am Ende wieder eine aufwendige Zählerei an Punkten. Das ist halt so, man kann relativ leicht durcheinander kommen beim Zählen der Tiere der größten Gruppe. Aber auch da gewöhnt man sich dran und ich finde, man hat während des Spielens und des Legens so eine tolle Aufgabe, dass ich auch nach wie vor gut verschmerzen kann, dass man am Ende halt so ein bisschen Punktesalat hat. Also mir gefällt es richtig, richtig gut und ein würdiger, richtig schöner Nachfolger von Savannah Park. Eine Sache, die man aber hätte auf jeden Fall besser machen können, sind so ein bisschen die Farben. Weil, und zwar in zweierlei Hinsicht. Auf der einen Seite gibt es hier auf den Wetterplättchen
auch manchmal das Verbot, dass Wasserlöcher nebendran gelegt werden dürfen. Und da ist es selbst mir oder auch den Mitspielern ganz, ganz oft und nicht nur in der ersten Partie so passiert, dass man ein Wasserloch daneben gelegt hat, weil man es einfach übersehen hat, weil es hier in diesem relativ grauen Hintergrund einfach untergeht und auch noch das X zur Hälfte drüber ist und so ein Tier so halb drüber. Und das ist sehr ärgerlich, weil man es einfach übersieht und es blinkt nicht so hervor wie jetzt die beiden Tierarten. Das ist wirklich sehr, sehr häufig passiert. Und im Grunde auch dazu passend ein bisschen, es gibt drei Tierarten, die so bräunlich sind hier, die Bären, die Bisons und die Hirsche. Und man muss gerade in den ersten Partien, gerade zwischen Bison und Bär, relativ gut hingucken, was jetzt was ist. Und man muss auch erstmal wissen, dass zum Beispiel ein Bison-Baby so aussieht, weil die sind hier mit drauf. Man weiß dann irgendwann, okay, die Dreierplättchen ist immer dreimal die gleiche Tierart. Aber gerade am Anfang gab es da immer wieder Irritationen. Und so schön das ist, dass da so ein kleines Tier mit drauf ist, es ist ein bisschen oder nicht so einstiegsfreundlich, dass man da erstmal reinkommen muss. Vielleicht hätten sie die Tierarten noch ein bisschen farblich getrennter voneinander machen können. Dann wäre es wahrscheinlich nicht mehr ganz realistisch gewesen, aber für das Spiel ein kleines bisschen besser. Und hier die Wasserlöcher, die hätten irgendwie deutlich erkennbarer sein müssen, weil das ist wirklich sehr häufig passiert. Und das Ärgerliche, man kann es während des Spiels, wenn es nicht gerade das zuletzt gelegte Plättchen war, auch nicht mehr korrigieren. Weil das zu rekonstruieren funktioniert dann nicht mehr. Und dann hat man halt einfach viele Punkte verschenkt, weil man etwas nicht so gut erkennen konnte. Dann hoffe ich, ihr hattet Spaß mit diesem Video und sage tschüss, bis zum nächsten Mal.